Ein kleines Wunder inmitten der Katastrophe. Helfer ziehen einen Mann lebend aus den Trümmern. Es sind diese Momente, die ihnen neue Kraft geben, weiterzusuchen, nicht aufzugeben. Aber sie werden wohl auch viele Leichen bergen müssen. In diesem Parkhaus suchen Retter mit Kameras jeden Winkel ab. Doch wegen der Einsturzgefahr müssen sie sich immer wieder zurückziehen. Allein in dieser Sprachschule sollen rund 100 Schüler und Lehrer verschüttet worden sein. Aber zumindest einige von ihnen leben wohl noch, denn ihre Eltern erhalten nach wie vor SMS-Nachrichten. Wie sehr die Katastrophe sie alle mitnimmt, zeigt sich auf einer Pressekonferenz, als dieser Offizielle die Angehörigen der Vermissten auf den neuesten Stand bringt. Aber mit jeder Stunde schwindet die Hoffnung, die Opfer lebend zu bergen. Kaum vorstellbar, dass der Deutsche Jens Zollhöfer die Katastrophe beinahe unbeschadet überstanden hat. Nur die Küche seines Hauses ist vor dem Beben ein wenig durcheinandergewirbelt worden. Heute, zwei Tage später, ist kaum noch etwas zu sehen. Sehr tragisch ist das nicht. Stabil ist das Haus immer noch. Es wird einfach oberflächlich wieder neu gemacht und dann ist es wie vorher. Vielleicht ist es aber auch die Abgeklärtheit eines Mannes, der erst im September ein Beben in seinem Haus miterlebte. Und seitdem fast 4000 Nachbeben. Strom und Wasser gibt es zurzeit nicht. Deshalb muss der 48-Jährige improvisieren. Im Garten hat er ein Plumpsklo gebaut. Trümmer, Schutt und Chaos in Christchurch. Angesichts solcher Bilder ist es schon beinahe ein Wunder, dass die Zahl der Opfer nicht noch höher ist.